Gott. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Oh Gott, ist das Remember creepy. When we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Es ist wieder ein Traum von Chloe. Also sind in dem Fall seine Erinnerungen ihre Erinnerungen. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? What's wrong? Don't you see anything? nein, ich sehe nichts, aber ich glaube, wir sollten auch nichts sehen, weil es wäre schräg, wenn wir bei einem unsichtbaren Auto irgendwas sehen würden. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Die Welt ist eine Bühne. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's oh, nein. My cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Alter. Dad! Oh Gott, wie mies das Blut. Wie mies das Blut bitte ist. Alter. War das Victoria? Bah. Mm.
Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Oh, das habe ich ganz vergessen. Oh. Verdammt, das habe ich ganz vergessen. Wir haben ja das Geld nicht bei ihm abgeliefert. Ich hoffe, er ist uns nicht böse. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir es trotzdem mitgenommen. Weswegen ich mich danach schlecht gefühlt habe. Wir können es ihm vorbeibringen. I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Ich helfe einer Freundin, das würde mir sehr viel bedeuten. Weiß ich jetzt echt nicht, was ich da nehmen soll. Ja, es ist für eine Freundin. Aber ich glaube, der Frank wird eher darauf eingehen, wenn wir sagen, dass es uns viel bedeutet. I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? Das frage ich mich auch. Oh, Rachel. Okay. I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Alles klar. Was schreibt sie uns? Eine Menge offenbar. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht's viel besser. Rate mal. Vermisst du mich schon? Na klar. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Yep, und ich bin noch zu Hause, duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also, treffen wir uns am Schrottplatz? Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. Wir sind unglaublich. It's way too early to be up on a Sunday. Wie spät ist denn? Ich sehe da nirgends eine Uhr. Stan with care, bringing you up to the minute coverage of stuff that's interesting on 87.9 The Seder. Please welcome. Was spielen Sie? Alex Keller with the Arcadia Bay Police Department to the show. Sergeant Keller, drug use in Arcadia. Okay, sie reden nur. Ich habe gedacht, es kommt jetzt irgendein Lied, aber wir reden nur. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Stimmt. Eine gewisse Person ist nicht mehr mit dabei. What do I want the record to show? Brennend oder ausbrennen? Brennend. I'd say I went down in a blaze of glory. Feuriger Abschied, sehr schön. Gut, was haben wir noch? Wonder what I can find out about Rachel's mom. Oh, da kann man im Internet suchen, oder wie?
Ich finde den Bären immer noch süß. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Wer weiß. Figures. Aber noch hat sie keine blauen Haare. Bin gespannt, ob das noch kommt. Da, Sarah. Ein Ergebnis. Winchester High School verleiht Sarah Gearhart den Fischerpreis. Bla bla bla, bla bla bla. Okay. Das war alles. What? Was? Victoria Chase, Moment. Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Nice to see my work is appreciated. Victoria. Nur falls ihr noch mehr Beweise brauchtet, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Deshalb brauchen Mädchen also immer ewig auf dem Klo. Also alles vollschmieren, natürlich. Respekt. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. Ein stilvoller Abgang. A further layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Ist das eine Kritik? Das ist, glaube ich, eine Kritik. Okay. Oh. Der Nathan hat schlechte Kritiken bekommen. Ja. Thou art an idiot. Oh, Chloe Price, wir stehen in der Zeitung. Okay, wir sind offenbar gut angekommen. Ich will jetzt nicht alles, yeah, alles vorlesen. Go skip. Sonst sitzen wir da 10 Jahre davor. Wenn man aufhören sollte. Ein Interview mit Skip Matthews, dem Sänger von Piss. Was? Skip hat aufgehört? Ich habe das Lied geliebt. Ein charmantes, selbstgemachtes Musikvideo mit euren Song Nothing Wrong landete gestern im Internet. Es erreichte in den letzten 12 Stunden über 200.000 Aufrufe. Skip Matthews. Ja, wir waren genauso überrascht wie alle anderen. AB Online. Wie erklärt ihr die plötzliche Erscheinung eures ersten Musikvideos? Skip. Ich brauchte wirklich eine Veränderung. Ich hatte einen Vollzeitjob, den ich hasste, und hatte endlich den Mut zu kündigen. Es war so befreiend und dachte einfach, dass ich dieses Gefühl für etwas Neues nutzen sollte. Okay. Entschuldigung. Er hat also nicht mit der Musik aufgehört, sondern mit seinem Job. Alles klar. Okay. Dann widmet er sich jetzt voll der Musik. Sehr, sehr schön. Stimmt, er hat ja gekündigt, den Security-Job. Oh nein, David. Deswegen kommt ja David an die Schule. Naja. Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Ah, stimmt, wir sind ja wieder zu Hause. Kommt mir erst jetzt, wir sind ja wieder zu Hause. Ich bin gespannt, was sie sagen wird. Oh, Papas Jacke. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Oh ja, unbedingt. Dass sie die aufgehoben hat, oh. Huh. Have I ever watered that? Jetzt ist auch schon zu spät, aber komm. Warum auch nicht? Better than nothing. Oh Gott, Chloe. Sorry, Ward. I've got a real ride to fix up now. Stimmt, das Auto. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Gut, ich denke, das war alles. Können wir jetzt vielleicht das T-Shirt anziehen?
Nein. Schade. Ich hätte gerne das T-Shirt von Rachel angezogen. Is Mom playing music? Oh Gott, Victoria. Ja, ja, hör auf schreiben, ich muss lesen. Darf ich? Nein. Müssen wir warten, bis sie fertig ist. Ich glaube, euch bitte zum Sa... Oh. Victoria ist charmant wie immer. So, was haben wir da? Also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist absolut, natürlich. Was auch sonst. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Yep. Du hast jede einzelne Zeile des Stücks perfekt aufgesagt. Wie kann das sein? Du hast das geplant, nicht wahr? Oh nein, du hast es herausgekriegt. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel, Rachel. Oh Mann, wenn du versuchst, jemanden Drogen einzuflößen und es nach hinten losgeht, das ist einfach das Schlimmste. Fick dich, Chloe. Ja. Selbiges gilt für dich, liebe Victoria. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. Das ist eine gute Idee, auch wenn wir womöglich nie von da wegkommen. Is that David's towel? Where the hell is mine? Der hat sich schon breit gemacht. Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. Vermutlich in der Hoffnung, dass wir nie wiederkommen. William's clothes. Oh nein. Sie räumt wieder aus. One day I'll look at that and think, huh, my old home. And not fuck this shithole forever. Irgendwann wird sie abhauen. Irgendwann. No way. Mom actually sold her ring? Oh. For $300. So viel zu nur für die Versicherung schätzen lassen. Cause nothing screams compensating for something. Das kann ich echt nicht gut heißen. Oh, cooles Auto. Sehr, sehr nice. Sports cars are really good for. Mädels, Hot Rod Flammen, komm. Flames. Lots of flames. Oh, das Bild ist jetzt. Moment, kann ich das? That's probably going to ruin the paint job. Ich will das als Desktop-Hintergrund. Ich will das jetzt als Hintergrund. Das ist voll cool. Gibt's das vielleicht irgendwo in höherer Auflösung? Shit. David really is moving in. Warum nur? I remember this. Mom left it. Wait. Is today Mother's Day? Shit. Ist heute Muttertag? Es ist wissenschaftlich bewiesen. Du bist offiziell die beste Mutter der Welt. Alles Gute zum Muttertag. In Liebe, Chloe. Diese Karte kann für ein kostenloses Frühstück im Bett eingetauscht werden. Ich liebe dich. William. Oh.
von William und Chloe. Oh, ist das süß, die Zeichnung. Ist heute Muttertag? Wir haben den 9. Mai. Kann sein, ja? Kann tatsächlich sein. Can I just give that to Mom again for Mother's Day? Natürlich, nimm's mit und gib's ihr wieder. Einfach, ja, noch einmal schenken. Ach. Ja, Chloe, das kommt davon, wenn man überall reinschauen muss. Haben wir da sonst noch was? I wonder who gave this to Mom. Ein Machtwort sprechen. Eine Anleitung zur Zähmung des rebellischen Teenagers. Ach komm, leck mich doch. David. Nein, einfach. So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? Was zur Hölle? Können wir es nicht wieder rausstellen? Ich will's rausstellen. So, if I put this photo out, Mom Verdammt. Just hides it in a different drawer? What the hell? Verdammt, ich wollte es jetzt wieder aufstellen. Oder wenigstens mitnehmen und bei uns aufstellen. Ich meine, das hat unser Vater schon verdient, echt. Duschen, 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 genau, stimmt. Habe ich fast vergessen. Maybe Mom threw my towel in here. Nope, da ist gar nichts drin. Oh, ein Piratenhandtuch. Das werden wir ja wohl irgendwie finden können. Bestimmt da drinnen. Manly Grip Pomade. Oh nein. David hat sich echt schon breit gemacht. Überall sein Zeug. I don't even know what's in there. Dann wird es Zeit, dass wir mal reinschauen. Score. Oh. Can't believe Max and ist das blaue Haarfarbe? This shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate. Ich weiß genau, was wir jetzt machen werden. Ich weiß genau, was wir jetzt machen werden. Aber sowas von. Jetzt gibt's gleich blaue Haare. Ready for the best shower of my life. Hot water. Don't let me down. So, Chloe, wie wär's mit Damenbad abrasieren? I truly hate seeing so much of David's shit around here. Ja. Widert mich auch an. Gross. Hä? Ich wollte eigentlich duschen. Aber jetzt, okay. Oh ja. Finde ich sehr gut. Einfach mal eine blaue Strähne machen. Warum auch nicht? Schaut sehr cool aus. I need new clothes.
what do I feel like wearing on this crazy ass day? Ich finde, die blaue Strähne steht dir echt gut. Feuerkegel, das haben wir von der Rachel. Das würde ich gerne anziehen. Was ist das? Bonus-Outfits. So. Vogelschädel, Chloes Klassiker. Ich glaube, das kennen wir schon. Drache, Bonus-Outfits. Das kennen wir auch schon. Ich probiere mal das an, aber ich glaube, wir werden dann schlussendlich das von der Rachel anziehen. Obwohl, das ist auch nicht schlecht. Ich probiere noch einmal das andere an und dann schauen wir weiter. Das da wollte ich noch mal ausprobieren. Das geht natürlich auch. Ich glaube, ich bleib bei dem. So. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Die haben wir ja schon gesehen in der letzten Episode, also sollten wir die eigentlich finden können. So, jetzt bin ich gespannt, was unsere Mutter sagt, wenn wir wieder da sind. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Bestimmt nicht gut. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Most of our feelings, they are dead and they are gone.